Hallo und so, hier ist WeAndy und ich mache dieses Video eigentlich jetzt hauptsächlich einfach nur, um mich mal zu bedanken für 200 Abonnenten. Warum spreche ich jetzt so? Ich hab keine Ahnung. Jedenfalls, ja, danke auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht, vergleichsweise nach der 100. Gestern war es übrigens soweit, dass ich plötzlich gesehen habe, ich habe ja plötzlich 201 Abonnenten. Ja, die 200 an sich habe ich noch nicht mal wirklich mitbekommen. Also, keine Ahnung, wie ich das übersehen habe. Ging wohl irgendwie wirklich schnell von einem Schritt auf den nächsten. Und jetzt sind es auch schon wieder 203, also ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute abonnieren mich hauptsächlich dann, wenn ich nichts hochlade. Ich weiß nicht, ob mir das irgendetwas mitteilen soll, aber ich glaube, ich werde einfach mal versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Heißt also einigermaßen unregelmäßig irgendwas hochladen. Ja, dazu komme ich gleich nochmal zum Projektstatus. Jedenfalls, ja, erstmal vielen Dank für 200 Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt irgendwas davon, dass ihr auf diesen Knopf gedrückt habt, dass euch die Videos, die momentan noch nicht mal erscheinen von mir, auch irgendwie dann Freude bereiten. Müsst ihr dann ja schließlich für euch wissen. Aber auf jeden Fall, ja, erstmal vielen Dank. Das gibt mir ein bisschen, also was heißt ein bisschen, das gibt mir ziemlich viel gute Laune. Jetzt auch verbunden damit, dass ich jetzt wieder Schule habe seit einiger Zeit und das jetzt etwas heftig wird mit den ganzen Zeugs, das man jetzt alles zu tun hat. Egal, das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Ja, also, was jetzt das eigentliche Problem ist, vor dem ich stehe, 200 Abos. Special. Ich meine, irgendwie muss ich mich ja mal dafür bedanken. Hab ich so konkret gar keine besondere Idee. Sowas wie bei meinem 100-Abo-Special möchte ich im Moment nicht so gerne wiederholen, weil mir das extrem peinlich war im Nachhinein. Ich werde es auf jeden Fall drin lassen, das Video, nur stelle ich mir halt immer vor, dass ihr euch dann irgendwie ablacht, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ich habe mir jetzt mal kurzfristig überlegt, 200, das wäre doch mal eine gute Zeit, um einfach mal so eine kleine Art FAQ zu machen. Frequently Asked Questions. Ja, das bedeutet jetzt, dass ich einfach mal euch auffordern würde, irgendwelche Fragen in die Kommentare zu schreiben, die ich gerne für euch beantworten soll oder die ihr gerne beantwortet haben wollt. Jetzt habe ich mich irgendwie komplett falsch ausgedrückt. Egal. Auf jeden Fall, schreibt einfach irgendwelche Fragen in die Kommentare. Ich sag einfach mal jetzt völlig egal welche, völlig egal wie viele. Ich bin sowieso noch nicht so bekannt, also denke ich mal sowieso, dass es nicht so viele werden. Ich hoffe einfach mal, dass es genug Fragen werden, dass ich irgendwas damit anfangen kann. Weiß auch nicht, in welcher Form ich das mache, ob ich mich dann filme und die so im, ja, wie drücke ich das jetzt aus, also so im modernen Stil, wie das halt einige Leute im Moment so machen, beantworte, so leicht sarkastisch vor der Kamera. Ich habe überlegt, ob ich dieses Video jetzt vor der Kamera mache, mit meinen langen Haaren und meinem unrasierten Gamer-Gesicht. Das wird sich auf jeden Fall ändern, bald, aber egal. Darum geht's jetzt nicht. Ich möchte mich jetzt nicht über RTL aufregen. Nein, das möchte ich nicht. Jedenfalls, ja, fragt einfach irgendwas, worauf ihr gerade Bock habt, zu meiner Person, zu meinen Vorlieben, zu meinen Interessen, über andere Dinge, die ich vielleicht auch noch wissen könnte. Ja, was euch einfach so einfällt, was ihr immer schon mal wissen wolltet, falls es so etwas überhaupt mal gibt. Natürlich werde ich dann selber entscheiden, welche Fragen ich beantworte, aber im Moment tendiere ich dazu, dass ich wahrscheinlich die meisten auswählen würde. Ja, das wäre es erstmal dazu. Also nochmal danke an 200 Abonnenten. Wie gesagt, stellt Fragen, damit ich irgendwas damit anfangen kann. Ich hoffe, das stellt euch dann auch zufrieden. Und jetzt möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, um ein paar andere Sachen zu sagen, zum Beispiel zum Status meiner Projekte.
Ich habe ja neulich erst den Singleplayer-Modus Let's Play-Dingens Bumsi fertiggestellt. Habe ich den Satz jetzt richtig verendet? Ich hoffe ja. Und jetzt fehlt natürlich noch das Ende von Let's Play Portal 2 Co-op. Das ist auch momentan in Arbeit, wird eventuell noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, vor allem jetzt, weil wegen Schule und so halt. Also ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen, dass das noch etwas dauern wird. Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Vielleicht auch nur noch so 3 Tage oder so, aber früher, denke ich, werde ich es wahrscheinlich echt nicht schaffen. Ich glaube, in diesem Wochenende könnte ich gut hinbekommen. Ja, das wäre so ein Ziel, das ich mir jetzt setzen würde. Am Wochenende das Finale von Portal 2 Koop. Und danach werden natürlich neue Projekte kommen. Ich habe mir jetzt schon ein recht konkretes Bild gemacht, was ich denn als nächstes Let's Playen würde. Und ich sag mal so, jetzt wird's in nächster Zeit erstmal etwas ruhigere Spiele von mir geben. Also nicht so viel, also erstmal auf keinen Fall mehr First-Person-Action für eine gewisse Zeit. Und ja, erstmal wird's ein bisschen sowas geben, was mehr halt, ja, wie drücke ich das am besten aus? Das ist so ruhig alles, was ich mir vorgenommen habe, ein bisschen im Retro-Style. Demnächst in ein paar Monaten werde ich dann vielleicht auch mal wieder was Actionreicheres spielen. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause davon. Also lasst euch einfach überraschen, was ich da vorhab. Das ist, ich glaube, zum Teil könnte es einige überraschen. Einige werden es sich schon gedacht haben. Und ja, das war's erstmal dazu. Also sorry, dass im Moment nichts kommt, aber Privatleben halt, ja, kann keiner was für, leider. Naja, eigentlich schon. Also vergesst einfach alles. Nein, vergesst nichts, aber ich habe halt im Moment nicht so viel Zeit für Sachen, die ich gern machen würde. Ja, und ich möchte die Gelegenheit auch noch nutzen, um etwas anderes anzukündigen. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit einen Zweitkanal auf YouTube erstellt, den ich bis jetzt noch nicht benutzt habe, aber ich habe ihn mir schon mal erstellt, um ihn einfach mal zu haben. Und ich gedenke, ihn in nächster Zeit in Betrieb zu nehmen. Und zwar lautet der Name dieses Zweitkanals Me Andy. Ja, das ist total kreativ. Ich weiß, Dankeschön. Und was erwartet euch auf diesem Kanal, falls ihr denn da drauf geht? Was euch natürlich selber überlassen ist. Ich habe immer das Gefühl, dass das falsch ist, was ich sage, aber egal. Jedenfalls habe ich vor, auf diesem Zweitkanal Sachen hochzuladen, die nicht so direkt was mit meinen Let's Plays zu tun haben. Vielleicht auch ab und zu Sachen, die überhaupt nichts mit Games zu tun haben. Aber hauptsächlich habe ich mir auch erstmal überlegt, dass da so Sachen kommen, die. Ach verdammt, ich rede wirres Zeug. Es bringt doch alles nichts. Ich sollte nicht um 19:15 Uhr abends aufnehmen. Ja. Also, nochmal. Verdammt, jetzt bin ich völlig raus. Also, ich werde da auch so Sachen hochladen, wie zum Beispiel, ich drück's mal so aus, Ergänzungen zu meinen Let's Plays. Wie zum Beispiel Videos, wo ich irgendwelche Secrets zeige, die ich in einem Blind Run übersehen habe. Oder ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel in Portal. Da gibt es ja noch die Herausforderungen und die Testkammern für Fortgeschrittene. Die könnte ich dann auch noch spielen, eventuell, und auf dem Me Andy Kanal hochladen. Außerdem kommt auch bald der Download-Content für Portal 2. Da habe ich mir auch überlegt, dass ich den unter Umständen auch Pseudo-Let's Playen könnte. Und das würde ich dann auch auf dem Me Andy Kanal hochladen. Also, wenn euch das ein bisschen interessiert, dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Im Moment eigentlich noch nicht, weil da noch nichts ist. Aber für die Zukunft wollte ich euch einfach mal so sagen, dass ich auf diesem Kanal was machen werde. Auch vielleicht Aufnahmen von Spielen, von denen es sich nicht lohnt, ein richtiges Let's Play zu machen, weil sie keine Story haben oder sowas. Oder, naja, halt einfach so Sachen, die, wie zum Beispiel Online-Shooter, vielleicht irgendwann mal einzelne Runden aufgenommen oder so. Das würde ich dann nicht auf meinen Let's Play-Kanal hochladen, damit die Übersicht nicht verloren geht, sondern das kommt dann auf den Zweitkanal. So.
Jetzt habe ich schon 10 Minuten voll gut. Ja. Deshalb würde ich sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Nochmal danke für 200 Abonnenten. Stellt Fragen, falls euch welche einfallen. Ich hoffe doch, sonst stehe ich am Ende doof da und muss mir noch was anderes überlegen als Special. Und ja. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Projekt, beziehungsweise bis zum Finale von Portal 2 Koop. Ciao.